Luisa Lippmann und ihre Kolleginnen mussten sich ganz schön lang machen. Das Spiel bei den Roten Raben, ein hartes Stück Arbeit. Fürzburg hat wenig Fehler gemacht. Wir dafür gerade im Ausschlagsbereich umso mehr. Und viel Druck natürlich auch im Angriff, zum Beispiel von Lena extrem viel. Ja, dass es so ein harter Brocken wird, hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Der Gegner mit dem Rücken zur Wand gibt noch einmal alles. Angetrieben von 1500 Fans wird Dresdens Satzführung egalisiert und sogar gedreht. Auf einmal führen die Roten Raben mit 2:1 Sätzen. Ungewohnte Situation für die sieggewohnten Dresdnerinnen. Sie brauchen jetzt jede Unterstützung, denn selbst die starken Aufschläge der jungen Angreiferin Luisa Lippmann nutzen in dieser Phase wenig. Vilsbiburg hält dagegen und kontert. Block im Aus, der DSC im vierten Durchgang, kurz vor der Niederlage. Der Anspruch ist, die Schale zu verteidigen und den Titel natürlich wieder zu holen dieses Jahr. Diesen Anspruch unterstreicht Dresden in Vilsbiburg spät, aber gerade noch rechtzeitig. Außenangreiferin Michelle Bartsch rettet Dresden in den fünften Satz und besorgt dann, nach etwas mehr als 2 Stunden Spielzeit, den letzten Punkt zum 15:11. Dresden gewinnt die Serie mit 2:0 Siegen und ist wieder einen Schritt näher dran an der Titelverteidigung.